Dann starten wir mal das Turnier. Die erste Runde. Wen kriegen wir denn? Das Tag-Team-Turnier um den Nummer 1 Herausforderer startet heute. Für dieses Turnier werden auch Feindschaften sich zusammentun müssen. Die Halbfinals werden heute Abend und die Finals nächste Woche ausgetragen. Und das Siegerteam wird dann 1 gegen 1 gehen. Und ganz wichtig, where is no I in Team? Und ich hoffe, die Jungs verstehen das. Hell yeah! Brock, das Turnier startet heute Abend. Sag mir oder sag uns, was du darüber denkst. Was macht die Glatze hier? Autsch, ich sag dir, ich sehe das ganz positiv. Wenn der Trottel hier nicht einfach das alles vermasselt. Sie kämpfen jetzt schon. Da ist keine Chance, dass die ein Team werden können. Und ihr Match ist das nächste. Verkloppt die Glatze eigentlich? Ich bin der most electrifying man in Sports Entertainment. Rock 316. Es könnte nicht schlechter gewählt sein, glaube ich. Ist das das andere Tag Team? Ah, ich wäre gespannt. Rock, Austin, Lesnar, Goldberg. Ach du Scheiße. Da komm, mein Freund. Die hab ich doch eh nochmal. Ein Hühnchen zu rupfen. Geh weg. Verräter. So, ich mach das alles alleine. Die texanische Flasche brauche ich nicht. Die ist ja nämlich auf dem Cover von WWE 16. Bin noch eh keine Ahnung. Austin, bleib da raus. Verkrümel dich. Ich wusste es. Hör mal, Austin. Ich sag doch, da muss ich alles selber machen. Du wechselst nicht, mein Freund. Nicht fertig. Was? Ich glaube, das hängt. Wieso wechselt der sich selber ein? Das ist ja ein Skandal. So, jetzt bin ich wieder dran. Mach das doch mal selber, du Experte. Na komm, ich mach das schon wieder. Halt du mich da mal raus. Hey, den Finger kannst du zeigen, du Affe.
da durch. Nachher vermasselt ja alles. Der hat mich getreten. Ich flipp ja aus. Kann er dem Trottel mal sagen, wir sind ein Team? Chaos. Natürlich Stunt und Gewinn. Austin. Aber auf jeden Fall haben wir die erste Runde geschafft. Mal gucken, wen wir uns in der zweiten Runde vorsetzen. Auf jeden Fall mache ich den platt. Der ist langsam im Ring. Der kann nichts. So, was haben wir denn diese Woche? Natürlich. Die Brothers of Destruction. Genau sowas habe ich erwartet. Da bin ich ja mal gespannt, ob die Glatze das sabotiert. Ja, ist klar. Dreht der Taker aber vollkommen durch. Nein. Ich habe keine Lust. Schick hier Dämonen-Kang raus. Ich fand der Zahnarzt viel cooler. Ja, Taker bearbeiten. Gar nicht diskutieren. Ist mir scheißegal, ob das ein schönes Match wird. Das ist vollkommen wurscht. Erstmal einen Taker bearbeiten. Austin, stich nie ein. Das war ein Fehler. So, bearbeite ihn. Verpasse ihm Stunner. Macht er natürlich nicht. Austin bist so nicht zu gebrauchen. Dafür, dass du in der Horizontalen bleibst. Keine Gnade. Ah, ich finde das gut, was ich hier tue. Ist mir egal, ob die Halle schweigt. Er hält. Gerade verliert. Was? Gewinnst. Austin, bleib hier raus. Lange du nicht zu deinem tollen Bruder.
knapp. Aber gut. Was ist dein Bruder? Komm. So, halt ihn auf. Halt ihn auf. Ach, Ossi, du bist eine Niete. Yes. Du bist ja Gott sei Dank nicht so talentiert wie dein Bruder. Da bist du immer noch von der Authority geschmiert. Was hat Austin eigentlich bis jetzt gemacht? Außer genervt. Überraschungssieg. Das wird nicht reichen. Können Sie immer mal stunnen, Pfeife. Wechselt er sich schon wieder selber ein. Sag mal, hast du sie nicht alle? Sag mal! Der hat mir gerade einen Stunner verpasst. Der hätte es fast vermasselt. Klar. Jetzt packt er seinen Stunner aus. Natürlich, du Angeber. Das war wohl nicht so. Lass mich rein! Oh, du! Ich mach den kalt. Sollten wir das gewinnen, mache ich den kalt. Zeig dir gleich die Finger, du Affe. Was macht der denn da? Außer Mist. Ah.
eigentlich jetzt der legale Mann? Weiß keiner, hä? Jetzt wechsle ich mich einfach ein. Ha. So, jetzt machen wir es einfach mal fertig hier. Sonst wird das ja nie was. So, machen wir den Sack zu. Jawohl. Da kann der Täter nicht mehr kommen. Danke. Wir haben es gewonnen. Und jetzt mache ich gleich Austin. Kalt. Ich werde Austin 316 aus der Halle prügeln. Rock und Stone Cold haben überraschenderweise das Turnier gewonnen. Ich denke, hier endet die Zusammenarbeit. Oh ja. Wie ich es gesagt habe. Egos kollidieren. Jetzt beginnt der wahre Kampf. Oh ja. Oder extra für dich, du Bumsbirne. Oh hell yeah. Sehen wir uns nächste Woche.